Ich bin Silvia Knuchel von Physiotherapie im Bürgerspital Solothurn. Bei einem akuten Ausfall vom Gleichgewichtsorgan kommt es zu plötzlichem Dreischwindel mit Stand- und Gehunsicherheit, kombiniert mit einer Übelkeit. Die Symptome klingen in der Regel in den nächsten Tagen ab, wenn ihr euch im Alltag normal bewegt. Bei verbleibendem Schwankschwindel mit Gleichgewichtsproblemen und Gangunsicherheit ist eine ambulante Physiotherapie, spezialisiert für Schwindelbeschwerden, sinnvoll. Der rasche Trainingsbeginn unterstützt die schnelle Erholung und die zentrale Kompensation der Gleichgewichtsfunktionen. Wir zeigen euch wirkungsvolle Übungen, die ihr täglich machen könnt. Das Training der Blickstabilisation bei Kopfbewegungen. Am Anfang muss sich der Blick beim Bewegen wieder stabilisieren können. So nimmt der Schwindel ab. Sitzt auf dem Stuhl, streckt einen Arm mit dem Daumen in die Mitte vors Gesicht auf Augenhöhe. Fixiert mit den Augen den Daumen und bewegt den Kopf leicht nach links und rechts im Wechsel. Macht die Bewegung so lange, bis ihr leichte Symptome spürt. Schwindel, Übelkeit. Macht eine Pause und wiederholt die Übung. Ihr könnt die Geschwindigkeit steigern, das Blickziel muss aber stabil bleiben. Bewegt jetzt den Kopf leicht nach oben und oben im Wechsel. Bei guter Sicherheit macht ihr die Übung im Stehen. Übt täglich mehrmals kurz. Weiter wichtig ist das Training der langsamen Blickfolge. Sitzt auf dem Stuhl, streckt einen Arm mit dem Daumen nach oben in die Augenhöhe in die Mitte vom Gesicht. Bewegt den Daumen nach rechts und links. Die Augen folgen dem Daumen, der Kopf bewegt nicht mit. Macht die Bewegung so lange, bis ihr leichte Symptome spürt. Schwindel, Übelkeit. Macht eine Pause und wiederholt die Übung. Jetzt bewegt ihr den Daumen nach oben und runter. Die Augen gehen mit dem Daumen mit. Der Kopf bewegt nichts. Jetzt könnt ihr den Daumen bewegen, nach rechts und links, und die Augen und der Kopf gehen mit der Bewegungsrichtung mit. Nach der Pause geht ihr auf und ab und schaut mit Augen und Kopfbewegung am Daumen nach. Bei guter Sicherheit könnt ihr die Übung im Stehen machen. Übt täglich mehrmals kurz. Weiter wichtig ist das Training der Blicksprünge und der Koordination von Augen-Kopfbewegungen. Wenn Augen- und Kopfbewegungen koordiniert sind, nimmt das Schwindel ab. Steht sicher am Tisch. Zwei Mineralflaschen sind im Abstand von ca. 1,5 Meter auf dem Tisch. Schaut nur mit den Augen von Flasche zu Flasche. Der Kopf bleibt ruhig.
Zum Steigern drehe dir den Kopf jetzt mit. Macht die Bewegung so lange, bis ihr leichte Symptome spürt, Schwindel, Übelkeit. Macht eine Pause und wiederholt die Übung wieder. Übt täglich, mehrmals kurz. Gleichgewichtsübungen sind wichtig. Und damit das Gleichgewichtsorgan besonders arbeiten muss, übt man mit geschlossenen Augen. Steht mit einer Haltemöglichkeit da. Wir zeigen euch 4 Steigerungsmöglichkeiten. Wählt die Übung aus, die ihr euch gefordert, aber sicher fühlt. Jetzt stellt ihr die Füße spurbreit her. Sobald ihr sicher seid, schliesst die Augen zu und bleibt 10 bis 20 Sekunden stehen. Wiederholt die Übung 4 Mal. Jetzt stellt ihr die Füße eng zusammen. Sobald ihr euch sicher fühlt, öffnet die Augen zu und bleibt 10 bis 20 Sekunden stehen. Wiederholt die Übung 4 Mal. Jetzt stellt ihr die Fersen neben grossen Zehen. Sobald ihr sicher seid, öffnet die Augen zu und bleibt 10 bis 20 Sekunden stehen. Wiederholt die Übung 4 Mal und wechselt dann den Fuss. Jetzt stellt ihr einen Fuss vor einen anderen. Sobald ihr sicher seid, öffnet die Augen zu und bleibt 10 bis 20 Sekunden stehen. Wiederholt die Übung 4 Mal und wechselt den Fuss. Bei Schwindelbeschwerden ist es wichtig, den Nacken nicht steif zu behalten. Bewegt euch normal im Alltag und macht regelmässig folgende Entspannungsübungen. Sitzt entspannt im Stuhl, schnauft tief durch und bewegt die Schultern zu den Ohren und wieder ab. Wiederholt es 10 Mal. Bewegt den Kopf langsam nach rechts und links, nach oben und oben, wiederholt es 10 Mal und schnauft ruhig weiter.
Übt täglich mehrmals kurz, baut bewusst Ruhepausen in eurem Alltag ein, wo ihr auch keine elektronischen Geräte braucht. Geht regelmässig spazieren, bewegt euch normal im Alltag. Und seid zuversichtlich. Nach 2 bis 8 Wochen sind die meisten Betroffenen beschwerdefrei. Bei Fragen wendet euch an die Physiotherapie.